Ich bin gerade so im Stress. Ich habe gerade 8 Minuten Calgary hinter mir. Heute Morgen in Swift Current gestartet, über fünf Stunden gefahren bis Calgary. Habe laut Logbuch 8 Minuten abgeladen, den Traktor, also sind ja nur 3 Ketten, 3 Beine da gewesen. 8 Minuten abgeladen und jetzt hat sich mein Navi aufgehangen, auch schön. Oh. Ja, und jetzt bin ich schon wieder auf dem Rückweg, weil ich muss nämlich, soll nämlich nach Regina für morgen früh und dann Rückladung nach Manitoba. Und ich habe nur noch ganz wenig Stunden auf meinem Logbuch, also meine Fahrzeit, meine Tagesschichtzeit, sind noch ganz wenig Stunden übrig. Die muss ich so gut wie möglich nutzen. Und das macht man am besten, indem man sich richtig beeilt, logischerweise. Deswegen habe ich gerade 8 Minuten in Calgary verbracht und bin schon wieder auf dem Rückweg. Angehalten, Ketten ab, zack, runtergefahren, also runterfahren lassen. Dann Unterschrift, Ketten eingeräumt und wieder feuerfrei. 8 Minuten. Hier sind eine ganze Menge neu gebaute Lagerhäuser. Die sind alle relativ neu hier. Wir sind hier am nordöstlichen Stadtrand von Calgary, im Bezirk Rocky View. Ja, Rückladung ist so etwas bescheiden, weiß ich noch nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, aber es bringt mich näher an zu Hause und ein bisschen Geld, von daher nehmen wir es mit und der Rest ist auch egal. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Rückladung in Regina und eigentlich nur sagen, die Temperaturen sind alle tiptop in Ordnung. Ich glaube, ich habe das Problem behoben. Ich habe noch ein paar Videos mit dem Handy gemacht bei der Reparatur. Die hänge ich jetzt einfach mal hier so lose mit dran, was ich da gemacht habe und so. Ja, dann können wir nur hoffen, dass das Thema erstmal erledigt ist. So, keine Angst, das wird kein Kochvideo, das wird ein Testvideo. Ich teste gerade meine Thermostate aus dem Truck. Und zwar kann man hier richtig mit einem Nudeltopf, ja, kann man hier ganz gut erkennen. Der linke geht relativ gut auf, der rechte bin ich der Meinung nicht so gut. Der geht nicht weit genug auf eventuell. Muss ich nochmal meinen Mechaniker in Deutschland fragen, aber ich glaube, die müssten wahrscheinlich beide gleich aufgehen. Ja, kann man schön mit heißem Wasser testen, sowas. Wenn man weiß, wie es geht. So, einen Luftfilter will ich auch mal einen neuen einsetzen. Und ihr macht euch hier raus. Kann ja auch nicht wahr sein. Nicht, dass ihr den Scheiß noch trinkt hier. So, wer sich hier beschwert, dass das wieder in die Umwelt geht, das ist meine Einfahrt. Ich will ja eh nichts, dass hier nichts drauf wächst. Das ist das auch nicht so schlimm. Jawohl. So, das altbekannte Spiel, Thermostatgehäuse, Kühlwasser, Werkzeug. Möko nicht auf Achse. So, zum zweiten Mal der Test. Oh, es sieht relativ eindeutig aus. Der linke geht relativ weit auf. Der rechte geht wesentlich weniger weit auf. Müsste aber genau auf die gleiche Öffnungslänge kommen. Tut er aber nicht. Damit ist der rechte kaputt. Und das ist auch zufällig der, der später aufgeht. Der geht bei 85 Grad auf. Der geht bei 91 Grad auf. Mit 100 Grad heißem Wasser. Ja, ja. Ich brauche einen neuen Thermostat. Ein Jahr hat es gehalten. Am 13. Juli 2022 habe ich das Video hochgeladen. Also irgendwann Anfang Juli habe ich das gewechselt. Jetzt haben wir Mitte Juli 23 und eine heiße Erdplatte. ja.
So, und hier mit Thermostaten kann man es auch noch mal ganz gut sehen. Das ist der linke, die silberne Fläche. Also, ich kann das jetzt schlecht zeigen. Die Fläche da, die so schön shiny silbern ist, da setzt der Thermostat auf, wenn er zumacht. Und da nicht. So. Ja, das ist relativ eindeutig. Muss ich das mal ein bisschen sauber machen. Neuen Thermostat rein. Und dann sollten die Probleme behoben sein. So, nächster Tag. Weiter geht die wilde Teileschmeißerei. Ich habe jetzt hier ein Problem, was ich auch schon seit ein paar Wochen, Monaten auf der Liste habe. Ey, Ruhe da unten! Und zwar ist das hier das Ölfiltersystem. Und links... Ja, ist doch gut. Störe ich dich beim Brüten oder was ist los? Oder beim Legen? Ey, ist mein Trag. Du hast überhaupt nichts zu sagen. Hallo. Ja. Also es gibt einen Ölfilter. Der dreht sich ganz schnell. Ein Zentrifugenölfilter. Der hat diese Kappe drauf. Und ich dachte, dass in dieser Kappe das Lager, was da drin ist, was man da so sehen kann, das Lager, dass das kaputt ist. Ist es aber nicht. Es ist das Lager, was unten drin ist. Genau dieses welches. Und das ist halt komplett, also, ja, das ist schlecht zu zeigen. Ja, doch, hier kann man es sehen. Es wackelt ganz schön hin und her. Das sollte nicht sein. Da habe ich ein neues. Das wackelt nicht hin und her. Das baue ich jetzt ein. Bringe ich die Kappe zurück, weil die Kappe alleine, diese Kappe mit dem Lager drinne, $290. Wir haben doch alle ein Ding zu laufen. Ey. Also Ersatzteile sind hier echt, die Preise sind nicht mehr feierlich. So. Und das ist dieser Filter. Centrifugal Filter steht da drauf. Ölfilter Satz zentrifugal. Ja. Wie gesagt, der dreht sich ganz schnell. 50 bis 100.000 Umdrehungen habe ich irgendwo gelesen. Glaube ich zwar nicht, dass das so viel ist, aber wer weiß. Den setze ich da jetzt wieder ein mit dem neuen Lager zusammen. Und Kappe bringe ich zurück. So viel Geld haben wir dann doch nicht, dass ich das hier einfach mal so austausche. Weil ich gerade Bock drauf habe. Das geht ja mal gar nicht. Ja, und dann ist das auch erledigt. Ich glaube nicht, dass das allzu sehr mit den Temperaturen zusammenhängt, aber das ist eine Sache, die ich eh machen musste. Was ich schon vorhatte. Und da ich noch zu Hause bin, kann ich das gleich mitmachen. Und das da müsste der Ölkühler sein. Dieses Gebämsel da. Das ist der Ölkühler, glaube ich. Und der wird dann wohl das nächste auf der Liste, den säubern oder austauschen. Das ist dann wieder eine Arbeit von der Werkstatt, das mache ich nicht selber. Kommst du nicht ran. So, ich habe mir hier, falls es irgendwie sabbert, ein provisorisches Auffangbecken gebaut, aber sabbert gar nicht. Der Ölstand ist so tief, dass man die Dinger easy ausbauen und wechseln kann, ohne dass man allzu viel die Umwelt schädigt. Ja, schon wieder ein Gesicht. Hallo. Ich sehe mal überall Gesichter. So, und so sieht das dann aus. Das ist der sich drehende Filter. Und hier natürlich noch ein Gegenlager ist, dass er nicht so wackelt. Dreht er sich so. Wie man sehen kann, dreht er sich ziemlich fein, weil er dieses Lager hat. Also der dreht sehr lange, sage ich mal, sehr widerstandsarm. Das ist der Filter. Das ist das alte Lager. Völlig in Ordnung. Ich hätte gedacht, das wäre kaputt. Es war dann halt doch das andere. Die Frage ist halt, wie fett's Loch nicht? So, da. Die Frage ist halt, wie sehr macht, also der wäre jetzt mit dem kaputten Lager, hätte der vielleicht so drin geschwungen. Die Frage ist halt, was macht ein besseres Lager dann aus an den Temperaturen?
Und weiter geht's mit der fleißigen Bauerei. Ich habe ein neues Problem mit der Lüftung. Die Lüftung geht manchmal und manchmal geht sie nicht. Macht sehr komische Geräusche. Mittlerweile habe ich herausgefunden, was es ist. Dazu musste man hier das komplette Handschuhfach ausbauen, damit man da besser rankommt. Hier hat man den Lüftermotor. Also da jetzt gerade nicht, sondern hier, Lüftermotor. Der sitzt da drinnen. Da hinten ist die Umluftklappe. So schaltet man auf Umluft oder auf Außenluft. Und da hinten, da drinnen sitzt dann noch ein Luftfilter. Der ist von außen zugänglich. Und hinter diesem Lüftermotor, hier hinten um die Ecke rum, sitzt noch ein Filter. Der sitzt quasi auf dieser Klappe drauf, aber von der Hinterseite. Man kommt nur hier so mit einer halben Hand ran. Da sitzt noch ein Filter, den ich jetzt wechseln werde. Und das hat nichts mit meinem Problem zu tun. Ja, aber wenn ich schon mal dabei bin, dachte ich mir, kann ich ja mal den Filter wechseln. Und das eigentliche Problem saß da. Und das ist nämlich genau dieser Aktuatormotor, dieser Stellmotor. Der sitzt da so drin. Ja, irgendwie. Dann macht der Geräusche. Weil der sich versucht zu drehen. Dafür habe ich jetzt, dank eines lieben Kollegen, der einen übrig hatte, einen nagelneuen Aktuator. Den kann ich da jetzt einbauen. Und dann hoffe ich, dass der keine Geräusche macht. So, und der verrichtet seinen Dienst sang- und klanglos. Und damit ist dieser Truck repariert. Muss ich bloß noch diese Filter da reinkriegen. Also, ich glaube nicht, dass man das mit dem Handy sehen kann. Aber ich kann ja mal dann machen. Irgendwo da hinten muss ein Filter rein. Das ist doch lächerlich. Ja, und Filter ist auch sehr hoch gegriffen. Ist einfach ein Stück Filtermaterial. Was auch immer das für ein Zeug ist. Einfach nur so ein Stück. Kostet, ich glaube, 25, 30 Dollar irgendwas in dem Dreh. Vielleicht sollte ich Filterhersteller werden. Wäre ich noch reich irgendwann. Jetzt muss ich den da hinten irgendwie reinquetschen. Und dann da in diesen Spalt, den ich gerade gezeigt habe, da irgendwie reinstecken. Ich weiß noch nicht, wie ich das machen soll. Ja, fragt mich nicht, wie ich das gemacht habe. Magic Fingers. Und das ist übrigens der Filter, den ich da rausgezogen habe. Ich weiß nicht, ob der jemals gewechselt wurde. Ist schon eine Weile her. Und hier vorne ist der, von dem ich gerade gesagt habe, den man hier von der Seite wechseln kann. Da geht es quasi dann in die Lüftungsanlage rein. Und hier habe ich einen Filter, den habe ich vor kurzem erst gewechselt. Der ist noch okay. Muss ja nicht alles tausendmal wechseln. Der kommt hier einfach so rein. So. Und dann wird hier irgendwo Luft angesaugt. Da oben wahrscheinlich. Hier durch irgendwie. Da rein gefiltert. Dadurch nochmal gefiltert. Und dann verteilt. Ja. So. Was für ein komisches Wetter. Ich bin hier in Regina. Im Industriepark in Regina. Irgendwie ist es sehr bedeckt, nicht warm, nicht kalt. Und glaube ich irgendwie 21 Grad, aber es fühlt sich irgendwie ganz komisch an. Super Luftfeuchtigkeit, keine Temperaturen, ganz leicht Wind. Komisch.
meine nächste Ladung für 300 Kilometer bis nach Manitoba zu einer Farm. Ja, das sind die entsprechenden Zaunpfosten oder wie auch immer, was auch immer das alles ist, Zubehör. Maschendrahtzaun fahren wir. Warum nicht? Öfter mal was Neues. Und ich werde leicht krank, habe ich das Gefühl. Gar nicht gut. Wieder so ein Kunde hier, scheint eine Farm zu sein oder sowas. Die Richtungsangaben sind halt wieder mal, fahre 2 Kilometer auf dieser Straße, fahre 5 Kilometer auf dieser Straße, bieg links ab am Baum, wo die alte Frau winkt, und dann fahre noch mal 3 Kilometer und ach Mann. Das finde ich immer witzig, sowas. Der Load-Info in Kommastellen ist 16,3 Kilometer, 2,5 Kilometer. Ich habe gar keine Kommastelle an meinem Tacho. Das sind immer nur volle Zahlen. Das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher. Überall. Ich
fahre jetzt nach Hause, spätabends zu Hause und mehr passiert halt nicht. Und ich habe wieder nichts gefilmt, aber kann auch nicht immer alles filmen. Manchmal ist es auch einfach, manchmal geht es auch einfach.